Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich richtig warm angezogen. Bei uns ist nämlich super, super kalt. Ich habe sogar Handschuhe an, weil mir so kalt ist. Und ich habe jetzt halt wieder Futter mitgenommen und ich werde auch bald für euch die Futterroutine drehen, falls sie nicht schon online ist. Durch Vlogmas bin ich leider selber ein bisschen verwirrt, weil ich ja auch viele Videos vorproduzieren muss. Also entweder ist die Futterroutine schon online oder eben nicht, dann kommt sie auf jeden Fall noch. Ich stehe jetzt halt gerade vor meinem Spind, den muss ich natürlich dann später einräumen mit dem neuen Futter und jetzt werde ich allerdings erstmal Faunis Futter herrichten, denn ich werde mit der süßen Maus ins Gelände gehen und ich nehme euch dann natürlich wieder mit, aber wie gesagt, jetzt als allererstes wird das Futter gemacht. So, das Futter ist vorbereitet und jetzt kann ich gleich mal rüber marschieren und mir das Halfter schnappen und schauen, wo die Fauni steckt. Und das Wetter ist heute echt nicht so schön. Es ist total neblig und eigentlich hieß es, dass es aufziehen soll, aber bis jetzt ist es leider noch nicht aufgezogen. Aber nicht so schlimm, solange es nicht regnet, ist das alles kein Problem. Oh, ich sehe die Fauni. Fauni sieht mich auch gerade. Das ist so süß, sie hat mich gerade gesehen. Hallo Fauni! Da hinten steht sie. Jetzt hole ich mal, wie gesagt, hole ich jetzt halt erstmal das Halfter und den Strick. Und dann werde ich auf jeden Fall drinnen uns fertig machen, weil es ist richtig und krass. Schaut mal, wer hier in dem Sessel sitzt. Dir geht's gut hier, gell, Luigi? Liegt. Nicht sitzt, sondern liegt. Und Hedy frisst gerade oder was auch immer sie macht. Hey, Luigi. Luigi geht heute wieder mit. Gell, okay, du gehst mit Gassi? Ja, du feini. Oh, er ist so süß, schaut mal. Seine graue Schnute. Wie alt ist der Luigi? 11. Ja, du Süßer. Genau. Und Doro und Hedy gehen heute ebenfalls wieder mit. Und zwar nehme ich Hedy wieder als Handpferd und Doro fährt Fahrrad. Und dann können wir da nämlich auch noch ein bisschen üben. Und hier ist das Futter. Jetzt hole ich schnell die Fauni und mache sie auf. Und aufgepasst, jetzt geht's mit meiner Handynummer weiter. Denn die nächste Zahl ist die Nummer 4. Fauni geht schon wieder voraus, langsam, ein bisschen eng heute, weil die Tür nicht ganz auf ist. So, die Fauni ist fertig, abflugbereit sozusagen. Da steht sie und kaut sie gerade. Ich habe heute wieder diese wunderschöne Eskadron Samtschabacke drauf. Auf jeden Fall habe ich meinen Popo-Wärmer wieder drauf. Das ist ein Popo-Wärmer von Löstau. Meine Gin Stirrup Steigbügel wie immer. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Fauni hat wieder abgenommen, weil ich den Gurt, ich habe noch nicht nachgegurtet. Und ich konnte ganz einfach hier auf die vorletzten Löcher quasi hochziehen. Mäuschen, was ist denn? Ich muss auf jeden Fall nachgurten, weil schaut mal, wie locker das ist. Das ist so krass. Also ich kann wahrscheinlich heute beim ersten Mal nachgurten. Also wenn ich rausgehe, kann ich wahrscheinlich ins letzte Loch machen. Hey Mäuschen, du, können wir dir ein paar Leckerlis wieder geben? Weil mehr abnehmen sollst du eigentlich nicht, laut Tierarzt. Sollst eigentlich so bleiben, Mockel. Und ja, die Hufschuhe habe ich auch an und wie ihr seht, sie ist ganz entspannt, zufrieden und ja, die Hufschuhe sind einfach bombastisch. Wisst ihr, dass ich ein Fan von den Scoots Boots bin, habe da ja auch ein paar Testvideos für euch gedreht, kann ich dir gerne in die Infobox verlinken. Und wieder meine SD-Design Trense habe ich drauf. Zu den Zügeln werde ich auch so oft gefragt, die sind ebenfalls von SD-Design. So, jetzt bin ich gerade raus und Fauni hat gerade gezuckt, weil eine Autotür zugegangen ist. Jetzt seht ihr auch mal die Schabracke in Tageslicht. Die schaut sowas von schick aus. Oh, ich finde die so cool. Also Fauni, genau. Fauni kann ich nur mit Niki. Niki kann ich nur mit Fauni. Na, auch mit Louis. Sehr selten, dass der auf andere hört. Er hört ja auf mich schon nicht so immer unbedingt. Aber ja. So, wer jetzt Halloween, würde ich sagen, das ist jetzt die Nacht der Nächte. Aber bis jetzt schlägt sich das kleine Fauni-Pony wacker. Bleib. Fauni, ich bin. Oh. Oh Gott. Aufpassen, Tierarzt. Ja, Achtung, es guckt. Das hat mich noch nie gesehen. So viel zum Thema. Ich trabe an euch vorbei. Fauni hat euch nicht erkannt.
Nudel. Ja, wir tragen jetzt mal weiter. Ich glaube, die hat ein Kurzzeitgedächtnis oder so. Eddie Hü! Ab, alte Nudel! Okay. Und hier hatten die Pferde auf einmal ganz viel Spaß. Wir sind ganz normal getrabt, wie in den letzten Sequenzen auch. Und ich weiß nicht warum. Fauni ist dann in den Galopp gekommen, hat auch einen kleinen Buckler gemacht. Und dann hat sich natürlich, hier seht ihr das, auch Hedy anstiften lassen und weg waren wir. Es war nicht so geil, weil sie wirklich mega schnell losgaloppiert sind. Hier habe ich dann die Fauni probiert zu bremsen, was allerdings am Anfang etwas schwierig war, weil die beiden einfach wirklich losgerannt sind. Ich habe dann die Fauni und die Hedy so ein bisschen abgedrängt voneinander, habe das aber dann eigentlich wieder unter Kontrolle bekommen. Ich war relativ ruhig, habe einfach alles gelassen genommen. Ich dachte mir nur so, fuck, hoffentlich kann ich sie wieder bremsen. Im kurzen Moment dachte ich mir, oh weia. Aber es hat dann doch schlussendlich gut funktioniert. Ich habe dann trotzdem noch ein bisschen getrabt, weil ich einfach die Situation nicht so stehen lassen wollte. Und das haben die beiden dann auch echt brav gemacht und die Doro ist uns hinterhergebrettert. Allerdings hat sie auch gesagt, dass sie mit Abstand gefahren ist, weil sie einfach Angst hatte, wenn sie jetzt hinterher prescht, dass ich sie dann eben nicht mehr halten kann. Genau, hier seht ihr auch, dass ich noch im Trab bin mit den Zweien und jetzt habe ich gerade durchpariert und bin stehen geblieben. Ja. Ich weiß nicht, ob man was sieht. Alter, die Fauni ist plötzlich losgelassen. Das ist scheiße. Alter! Ich nicht ja, das habe ich gesehen. Ja, Hedy ist aber schön mit, hä? Aber alles gut gegangen. Ja. Aber ich glaube, ich habe jetzt nur zwei kleine Punkte, weil ich kurz nicht wusste, okay, wenn ich jetzt auch noch hinterher ras wie eine Gestörte, dann... Aber so ist es, Allah. So, wir sind zum Glück wieder gut zurück am Stall angekommen. Das letzte war nicht so gewollt. Da sind die, also Fauni ist leider mir durchgegangen ein bisschen. Aber... ich konnte beide handeln, das war jetzt halt auch nicht das Problem, war ziemlich lustig. Beide Pferden hatten auf jeden Fall ihren... steht schon in unserer Waschanlage, Waschplatz, wollte ich sagen, stehe ich schon. Und jetzt werde ich noch schnell die Hufschuhe sauber machen. Und dann kann die Fauni wieder zurück zu ihren Freunden, weil beide Fjordis, seht ihr vielleicht da gerade, die fressen gerade beide aus ihren pinken Schüsseln. Und ja, jetzt hat, wie gesagt, werden die noch sauber gemacht. Die kann man ganz leicht eben abspritzen und die trocknen auch relativ schnell. Und hier seht ihr zum Beispiel ein paar Steine, die muss man natürlich dann mit dem Hufauskratzer rausbekommen. Kriegt man auch ganz leicht raus, indem man den Hufschuh ein bisschen nach außen quetscht, dann fallen eigentlich die Steine schon von alleine raus. So, Fauni darf jetzt, die hat gerade ein Leckerchen bekommen, netterweise von der Lea. Und jetzt darf die Fauni zu ihren Kumpels. Allerdings, da die jetzt noch so ein bisschen geschwitzt hat, möchte ich sie ungern ohne Abschwitzdecke reinstellen. Deshalb kommt auf jeden Fall noch ein bisschen diese Abschwitzdecke drauf. Und dann, ich bin ja noch ein bisschen da und dann werde ich die Abschwitzdecke wegmachen. Ich hoffe natürlich, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und hier drüben werde ich noch ein weiteres Video verlinken und hier unten auch. Dann kannst du gerne weiterschauen. Bis bald, also bis morgen sozusagen. Und ja, habt noch einen schönen Tag.